Im vorigen Video wurde das Webzugänglichkeitsgesetz im Kontext mit anderen europäischen und österreichischen Gesetzen zur digitalen Barrierefreiheit vorgestellt. Heute tauchen wir tiefer in das Thema ein. Es wird der Inhalt des Gesetzes vorgestellt und erklärt, was genau es regelt und wie die Einhaltung überwacht wird. Dazu wird es auch ein Interview mit Viktoria Purns geben, einer Expertin zum Thema. Das Webzugänglichkeitsgesetz, abgekürzt WZG, regelt die Barrierefreiheit von Websites und Apps der öffentlichen Hand. Es gilt seit 2018 für den Bund und ihm nachgeordnete oder von ihm finanzierte Institutionen, wie zum Beispiel auch Universitäten. Die Bundesländer haben entsprechende Landesgesetze. Im Gesetz selbst steht nicht, wie überprüft wird, ob eine Website barrierefrei ist. Dazu verweist das Gesetz auf eine europäische Norm, die EN301549. In dieser Norm steht auf 186 Seiten in technischer Sprache, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine Website, App oder ein Dokument barrierefrei ist. Außerdem schreibt das Gesetz Barrierefreiheitserklärungen für Apps und Webseiten vor und definiert, was in einer Barrierefreiheitserklärung stehen muss. Weiters definiert das Gesetz, dass die Forschungsförderungsgesellschaft, FFG, die Monitoringstelle für die Einhaltung des Webzugänglichkeitsgesetzes ist. Die FFG fungiert auch als Servicestelle für Beschwerden. Wenn das Gesetz nicht eingehalten wird und Personen mit Behinderung diskriminiert werden, können sich diese an die FFG wenden. Wir befragen dazu Viktoria Purns. Sie ist Leiterin der österreichischen Monitoringstelle für das WZG bei der FFG. Liebe Viktoria, was macht die Monitoringstelle bei der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft? Die Monitoringstelle bei der FFG erhebt und berichtet, inwieweit das digitale Angebot öffentlicher Stellen in Österreich barrierefrei nutzbar ist. Das machen wir, indem wir aus der sogenannten Grundgesamtheit aller Websites und Apps mobiler Anwendungen öffentlicher Stellen eine Stichprobe ziehen. Das heißt, das ist dann eine Liste an Websites und Apps, die wir uns in diesem Jahr anschauen. Und wir checken dann diese einzelnen Seiten Schritt für Schritt nach den europaweit definierten Barrierefreiheitskriterien. Wenn wir das getan haben, wird das alles dokumentiert in Reports. Und diese Reports bekommen dann die entsprechenden öffentlichen Einrichtungen zugeschickt. All diese Reports werten wir jährlich aus für ganz Österreich. Da werden auch die Berichte aus den Bundesländern mit einbezogen. Und alle 3 Jahre verfassen wir einen großen, umfangreichen Bericht, den sogenannten Monitoring-Bericht, der dann auch an die Europäische Kommission übermittelt wird. Außerdem ist die Monitoringstelle zuständig für Schulungs- und Sensibilisierungsprogramme, also diese zu koordinieren für ganz Österreich. Wir haben sonst noch die Aufgabe in der Monitoringstelle, Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen zu koordinieren, österreichweit. Und also dieser Aufwand, die bestehenden Webseiten barrierefrei zu machen, ist relativ hoch. Gibt es da Ausnahmen für die Webseitenanbieter? Ja, das Webzugänglichkeitsgesetz sieht eine Reihe von Ausnahmen vor. Das sind eben eine Reihe von Ausnahmen, beispielsweise sind sehr alte Inhalte, sind ausgenommen. Also beispielsweise Büroanwendungsformate, die sehr alt sind, also PDFs beispielsweise wäre das. Oder auch generell Archive, die schon lange nicht mehr angegriffen wurden, sind ausgenommen. Genauso Intranets und Extranets sind ausgenommen, wenn sie nach einem gewissen Stichtag nicht grundlegend überarbeitet wurden. Das sind so Ausnahmen, die eben so diese zeitliche Komponente haben. Es sind aber auch Online-Karten ausgenommen unter bestimmten Voraussetzungen. Es sind Reproduktionen aus Stücken von Kulturerbesammlungen ausgenommen unter bestimmten Voraussetzungen. Schulen, Kindergärten, Kinderkrippen, da sind eigentlich fast alle Inhalte ausgenommen vom Webzugänglichkeitsgesetz. Es gibt auch diese große Anzahl von Inhalten von Dritten, auf die die Website-Betreiberin keinen Einfluss hat, die sind auch ausgenommen vom Gesetz. Und es steht den Website-Betreiberinnen frei, Inhalte dann auszunehmen, wenn sie gut argumentieren können, dass es sich hierbei um eine unzumutbare Belastung handelt, diese Inhalte barrierefrei zu machen.
Ah ja, du hast vorhin Online-Karten erwähnt. Sind damit Eintrittskarten gemeint? Nein, das sind wirklich Karten im Sinne von Landkarten und Ähnliches. Alles klar. Und was passiert dann, wenn man nicht konform ist? Wenn man nicht konform ist, also das Webzugänglichkeitsgesetz an sich sieht keine Sanktionen vor. Also es gibt jetzt keine Geldstrafen, die hier vorgesehen sind. Aber es sollte Website-Betreiberinnen schon bewusst sein, dass sie, wenn sie bestehende Barrieren auf ihren Webseiten nicht beseitigen, dass sie dann eine gewisse Zielgruppe unter Umständen komplett von ihrem digitalen Angebot ausschließen. Also ich verzichte dann sozusagen bewusst auf eine gewisse Zielgruppe, weil diese Zielgruppe kann mein digitales Angebot nicht in Anspruch nehmen. Das muss einem bewusst sein. Für Betroffene, die auf Barrieren stoßen und eben auf der Seite nicht gut surfen können, ist es dann so, dass sie sich an die Einrichtungen selbst wenden können und sollten, dass sie eben sagen, es gibt eine Barriere und sie kommen nicht weiter und dass man diese beheben kann. Wenn sie da nicht weiterkommen, gibt es die Beschwerdestelle des Bundes, die auch bei der FFG angesiedelt ist. An die kann man sich dann wenden, liegt auch bei uns. Wir unterstützen dann beim Beheben dieser Barrieren. Und in letzter Instanz gibt es dann auch die Möglichkeit für Betroffene, ein Schlichtungsverfahren anzustreben. Da unterstützt dann die Behindertenanwaltschaft. Ah ja, okay. Und was ist deine Einschätzung? Was hat das WZG bisher gebracht? Und was soll in Zukunft passieren? In Zukunft sollen alle Webseiten in Österreich digital barrierefrei sein. Denn wir wissen, dass eine barrierefreie Website eine bessere Website ist. Sie ist besser nutzbar für alle Menschen, für Menschen mit Behinderungen, für Menschen ohne Behinderungen, für Menschen mit temporären Behinderungen. Einfach für uns alle ist eine barrierefreie Website eine bessere Website. Danke.